Also wir haben endlich mal wieder ein richtig geiles Frühstücksbuffet. Jetzt ist mal nichts mehr mit à la carte Frühstück wie die letzten Wochen. Naja, Wochen, Bali halt und Fiji. Davor haben wir ja immer selber gefrühstückt. Und jetzt haben wir echt mal wieder ein Buffet. Und das ist eine mega große Halle und es hat echt Buffet, das hört gar nicht mehr auf. Also ich zeige euch das jetzt gleich mal, das ist irre. Simon, auch noch was dazu sagen? Lecker Frühstück. Ja. Das hört echt gar nicht auf, das fängt hier gerade mal so an. Dann gibt es hier so einen warmen Corn, also American Breakfast, aber mit Potatoes, mit Reis, mit allem. Dann gibt es hier Säfte und Kaffee. Da für die Brotliebhaber gibt es Brot, Croissants und alles andere. Dann kann man sich da vorne selber Omelettes machen lassen. Also das ist echt Wahnsinn, es gibt so viel. Oh, den kennen wir. Und nachher setzen wir uns da vorne hin und genießen das Frühstück. Die Schildkröten-Auffangstation in Serangan ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man sich über die Aufzucht von verwundeten Schildkröten informieren möchte. Man bekommt auch einen Guide an die Seite gestellt, der alles erklärt und jede Frage geduldig beantwortet. Anfassen darf man die Tiere nicht, man kann aber die Landschildkröten füttern. Von den Monaten Mai bis September ist auch eine Adoption der Jungschildkröten möglich. Hierbei gibt man den Jungtieren einen Namen und erhält ein Zertifikat. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Jungtiere in die Freiheit entlassen. Der Besuch ist kostenlos, es wird aber gern gesehen, wenn man eine kleine Spende für das vom WWF unterstützten Projekt leistet. Wir waren jetzt gerade bei diesem Turtle Rehabilitation and Education Center und haben jetzt einen Hunger, weil wir heute nur gefrühstückt haben. Und jetzt sind wir hier im Laden, der hat gestern erst aufgemacht, es gibt genau zwei Menüs, Reis, mit so Vegetables, fried rice mit Vegetables oder fried noodles mit Vegetables. Jetzt sind wir beide zufrieden. Jetzt kriegt Sally ihren Reis, ich krieg meine Nudeln und dann schauen wir, was gut ist. If you want to take a picture, I can later on, I guess. Yeah. Fine, thank you. Yeah. Wir wollten heute eigentlich den Hidden Canyon Track machen, aber da es zu viel geregnet hat, ist er jetzt zu. Kennen wir schon aus Neuseeland, da war es genau das gleiche. Und jetzt sind wir dafür an einem Markt. Oder? Ja. Es stinkt hier voll. Mal schauen, wie lange wir es hier aushalten. Thank you.
Gänsehaut. Der heutige Tag war leider ein bisschen Reinfall. Es hat nicht so wirklich geklappt. Bam, 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 bam. Weihnachten. Juhu. Wir haben heute Weihnachten, 24. Und offenbar soll man an Weihnachten kein Canyoning-Check-In machen. Ist wortwörtlich wieder ins Wasser gefallen. Zum zweiten Mal schon. Sollte nicht sein. Ja. Hallo. Morgen. Es ist 3.50 Uhr und wir haben voll gut geschlafen. Juhu. Wir freuen uns auf den Tag. Wir gehen jetzt runter, checken aus und fliegen dann nach Singapur. Das ist der Plan. Hallo. Von Verschuldeten. Ich brauche meine Brille. Hol sie doch. Was habe ich gesagt? Verwundeten? Ja. Verschundenen? Ich glaube Verwundeten. Wissen wir? Mal sehen.